Welches Video? Hier? RIP? Oh, 1,8 Millionen. So, das wird heute... Oh, Digga, der ist aber auch ernsthaft traurig, ne? Das ist jetzt hier... Komplett anderes Video. Und zwar, wie ihr bestimmt alle schon mitbekommen habt, ist leider gestern Abend eine Legende von uns gegangen. Und zwar, die Limo ist abgebrannt. Ja, was soll ich dazu sagen? Wir waren ja eigentlich noch am Einfahren. Also ich bin nicht irgendwie großartig durch die Gegend geballert, sondern habe eigentlich nur, hatte noch einen Ölwechsel gemacht auf das gute Öl, habe eigentlich nur Marius... In dem Wagen stecken eben 10 Jahre mit um die 8000 Stunden, ja. Wir waren noch eine Runde um Block gefahren und wollte eigentlich nur nach Hause fahren, aber auf einmal hat es halt gebrannt. Es war definitiv kein Sprit, sondern es war definitiv Öl. Ich habe auch vorher schon gemerkt an der Öltemperatur, dass sie viel zu hoch war und... Ja, als ich angehalten habe, hat der ganze Unterboden schon gebrannt. Ich habe dann selber noch probiert, aus dem Kofferraum den Feuerlöscher zu holen. Habe mir da zwar übel die Hand verbrannt und die Finger, weil ich probiert habe, durch das Carbon durchzuschlagen. Bin dann zum Glück auf die Idee gekommen, einfach die Rücksitzbank umzuklappen und den Feuerlöscher rauszuholen. Hat allerdings leider wirklich rein gar nichts gebracht, weil ihr könnt euch vorstellen, wenn heißes Öl am ganzen Unterboden erstmal einmal brennt, brennt das Ding wie lichterloh. Ja, bis die Feuerwehr kam und so weiter, war das Ding natürlich komplett abgebrannt. Ich habe das Auto heute noch nicht gesehen. An dieser Stelle schon mal danke an die Flörke-Brüder wieder. Die habe ich gestern gleich kontaktiert, die haben das Auto dort weggeholt. Aber wenn ihr euch die Kennzeichen schon alleine anguckt. Dank JP kamen über 100.000 Spenden zusammen. Also halb so wild. Naja, dieses halb so wild, Digga, ne? 10 Jahre Arbeit und du schreibst halb so wild, Digga. Und du bist auch ein Typ, Alter. Du bist auch ein Typ, Digga. Könnt ihr euch vorstellen, wie das Auto dazu aussieht? Und ja, ich habe ehrlich gesagt wenig Hoffnung, dass man dieses Auto wieder aufbauen kann. Hey, guck mal. Das waren halt 10 Jahre Arbeit, die halt in 5 Minuten abgebrannt sind. Aber das steckt man halt nicht drin. Man darf immer nicht vergessen, das Ganze, was wir hier machen, ist und bleibt halt immer noch ein bisschen, ich sag jetzt mal, ja, Tuning halt. Das heißt, es kann halt jederzeit immer mal was passieren. Ja. Ich hoffe, ihr nehmt es nicht zu krass. Ich finde es auf jeden Fall schon mal mega geil, wie ihr euch alle im Internet darüber beteiligt, das Auto postet, es als Legende seht und so weiter. Weil, ja, das Auto war halt eigentlich der Hauptlebensinhalt von mir in den letzten 10 Jahren. Überleg mal, in den letzten 10 Jahren, du steckst in eine Sache 10 Jahre deines Lebens rein, Digga. Ihr müsst euch entschuldigen, ich kenne diesen Mann überhaupt nicht, Livestream. Ich weiß nicht, wer das ist. Kenne ich echt nicht. Habe auch dieses Auto noch nie gesehen und so. Wer weiß, vielleicht mal so in einem Drag Race Video oder was. Ich habe keine Ahnung. Aber ich kenne den nicht. Und kenne auch das Auto nicht. Das Auto hat auch die Szene alles geprägt, echt. Und ich glaube auch, dass dieses Auto dafür verantwortlich war, dass ich halt jetzt einfach so bin, wie ich bin. Um das so zu sagen. Ich weiß, dass ich ein Top-Team um mich rum habe. Mit Marius und Joni und so weiter. Wir werden das Ding auf jeden Fall wieder aufbauen. Ich befürchte, es wird leider nicht mit der Karosse gehen. Man muss mal gucken, inwieweit jetzt wirklich der Brandschaden da, wie tief der gegangen ist. Problem ist einfach nur, als ich dieses Auto vor 10 Jahren gebaut habe, damals konnte ich bei Audi noch radikal alles neu kaufen. Ihr kennt es ja vielleicht aus den alten Videos, wo ich schon mal ein bisschen drüber gesprochen habe. Das heißt, Teppich, Mittelkonsole, Lenkgetriebe, Türpappen, Scheibenrahmen, Dichtung. Es war wirklich leider alles neu. Wir müssen gleich auf jeden Fall mal auf YouTube rumstimmen und ich möchte das Auto mal in voller Pracht sehen. Von außen, von innen. Gibt es so ein Video davon? Das heißt, da bin ich jetzt auf jeden Fall auch auf eure Hilfe angewiesen. Ich möchte nicht irgendwelche gebrauchten Teile einfach geschenkt bekommen, sondern falls irgendwie einer von euch noch irgendwelche Neuteile rumliegen hat oder jemanden kennt, der noch was hat oder so, ich möchte das Auto wirklich 1:1 wieder erschaffen, wie es halt war, weil dieses Auto war halt für mich auch perfekt. Gott sei Dank geht es ihm gut und ist heile rausgekommen, ja.
guck dir mal die Felge da hinten an, wie die weggebrochen, weggebrannt ist. Da kann man mal sehen, ne, was ein Mensch für Emotionen an einem Gegenstand bringen kann, so, wenn er diese ganzen 10 Jahre dran rumgewerkelt hat, Alter. Hier, Marius, das waren die Türen, die wir noch stundenlang eingeschoben haben. Das siehst du? Jedes, alles am Auto, jedes Teil, was er sieht, da habe ich das gemacht. Kannst du dich noch dran erinnern? Und bla bla. Krank. Boah, krass, Alter. Boah, Digga. Ich kann Bett heulen, Alter. Guck mal hier, der steht auch so fassungslos da. Das ist voll, für die ist das voll. Wir können das alle nicht nachvollziehen, weil wir haben die Energie da nicht rein investiert. Boah, ist das hart, Alter. Der hat am Ende leider auch nichts mehr gebracht. Schnell so heiß geworden alles, dass selbst es kam natürlich der Wind unterm Auto durch. Also bevor jetzt irgendwer anfängt zu spekulieren mit Sprit und so weiter. Nee, es war wirklich so, als ich angehalten habe, hat schon die komplette Heckklappe und alles gebrannt, weil es war halt alles voller Öl. Hier siehst du noch, wie alles angefangen hat. Das hier angesetzt oder Audi? Nee, das wusste ich vorher auch nicht. Das ist eine neue Erkenntnis, habe ich gestern auch schon gesehen. Ja, guck mal. Das ist scheinbar so. Ja. Auf der Seite ist es nicht so heiß geworden. Hier. Ja. Das ist ab Werk hier auch verlötet. Das heißt, ja, das ist. Okay, das ist wahrscheinlich in einem Teil nicht zu fertigen. Das ist die Erkenntnis, wo wir halt die Carbon-Seitenteile ansetzen können. Ein Typ. So, die Seite. Hast du gehört, was er gesagt hat? Ein Typ, Alter, der ist schon wieder im Projekt. Guck mal, was er sagt. Okay, es hat, aber ist wahrscheinlich in einem Teil nicht zu fertigen. Das ist die Erkenntnis, wo wir halt die Carbon-Seitenteile ansetzen können. Ein Typ, Alter. So, die Seite sieht seitenteilmäßig eigentlich noch ganz gut aus. Hier haben wir nur leider beim Hochheben noch eine kleine Beule reingemacht, aber was soll's. Was halt heftig ist, ne? Sind halt, das, der Harz brennt einfach komplett weg. Das sieht aus, als wenn du bei Atem auf den Tisch guckst, dann die Matten einfach wieder so. Es bleibt halt nur die Matte am Ende über, ne? Ja. Das war halt auch so eine Sache. Ich konnte damals vor 10 Jahren noch niegelnagelneue Aluspiegel kaufen. Das ist jetzt natürlich alles. Das war mal ein Carbon-Kotflügel. Ja, der Junge, was fühlst du, wenn du das siehst? Frage mich, was man fühlt, wenn man das sieht. Ja, das sind halt 10 Jahre, ne? Ich habe gerade schon gesagt, dass das Auto mich schon geprägt hat. Halt im Arsch, ne? Halt wirklich leider alles im Arsch. Und es sind halt leider so viele Teile bei, die es einfach auch gar nicht mehr gibt. Ja. Alleine wie viele Stunden ich in dieses Druckrohr, also in dieses Y-Rohr investiert habe. Ja, das so passt, wie es passt. Heftig, Alter. Krake, da liegen allein 50 Stunden. Ja. Selbst das ist so heiß geworden, dass das Alu hier komplett weggeschmolzen ist. Aber man muss auch einfach sagen, ne, zum Glück ist ihm nichts passiert. Er hätte gesagt, das war jetzt keine heftige Tour, keine krasse Fahrt. Er ist irgendwie einfach nach Hause gefahren oder was? Stellt euch mal vor, Autobahn, keine Ahnung, Sitz klemmt, kommt nicht richtig raus, die ganze Schütte brennt, Alter. Wir haben jede Schraube selber in der Hand gehabt, ne? Ja.
Jede einzelne. Ja, es gibt leider nicht eine einzige Schraube, die ich an dem Ding nicht angefasst habe. Das ist ja wirklich nur ein Carbonhaufen, ne? Hier. Carbon angenommen. Halt nur einer. Das waren übrigens eins von 11 Paaren originale RS4B5 Sport Pole Position. Ich hoffe, ihr feiert einfach weiterhin das Auto. Bis zum nächsten Mal. Denkt jeder, wenn der an die Tankstelle kommt, dann guck mal hier, der hat seinen Audi da ein bisschen tiefer gelegt und schicke Felgen aufgemacht. Ne? Aber dass er alles im Prinzip verblasen kann, was auf der Autobahn unterwegs ist, das denkt kein Mensch. Ja, Leute, ich hoffe, das wird jetzt nicht zu lang. Ich bin immer noch krass im Schock und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich habe gestern die Nacht mit Phil sehr, sehr viel geschrieben, telefoniert und ich, ja, es ist für mich auch sehr schockierend. Ich habe echt geweint. Ich weiß gar nicht, warum ich geweint habe. Es ist nicht mein Auto oder so, aber ganz ehrlich, ich schicke dir alle Kraft dieser Welt. Das ist nur ein Auto, das ist klar. Und wenn du was brauchst von mir, egal was es ist, also egal was es ist, du kriegst es, wenn du den Motor aus dem Momentum brauchst, baue ich ihn aus und dann kriegst du den Motor. Also ich bin da, egal was du brauchst, ich liebe dich, mein Freund. Und das meine ich, wie ich sage, liebe dich. Tschüss. Hi Phil. Ich kann es immer noch nicht so richtig fassen, was passiert ist. Als ich das erfahren habe, war ich echt sprachlos. Ich bin immer noch sprachlos. Ich bin traurig, ich bin geschockt. Natürlich war ich froh und bin auch heilfroh, dass dir nichts passiert ist, weil das war meine größte Sorge, wie ich die Nachricht bekommen habe. Dein Auto, muss ich sagen, das war, und das sage ich jetzt als Freund zu dir, aber auch als Fan, das war eine Legende. Das ist eine Legende, das ist eine Ikone. Das ist für mich technisch der Maßstab in der Szene. Und Ich bin einfach wirklich, wirklich geschockiert. Aber ich kann dir eins sagen, Phil, du bist da. Wenn du irgendwas brauchst, melde dich, ich helfe dir. Und vergiss es nicht, im Endeffekt, letzten Endes war das Wichtigste in dem Auto, warst du. Du warst das Brain, du hast es handwerklich gemacht. Und das kommt wieder und ich sag dir es, Legenden sterben nie. Also halt die Ohren steif, ich schicke dir ganz, ganz viel Kraft. Und wenn irgendwas ist, irgendwas, ich bin für dich da. Also, bis dann.
krass, Alter. Aber man muss, kann es auch so sehen, wo sich die eine Tür schließt, öffnet sich irgendwo anders wieder die nächste Tür. Und wer weiß, was jetzt kommt. Weißt du, was ich meine? Das andere kann ich dazu gar nicht sagen, Alter.